Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wieder eine Heimniederlage für die Spreefüchse. Was für eine Enttäuschung. Auch gegen den BSV Zwickau gab es nichts zu holen. Ich finde eigentlich, dass wir ganz gut ins Spiel gestartet sind, haben gleich am Anfang ein paar Tore Vorsprung rausgefahren. Aber leider hinten raus, wir sind dann aus der Kabine in der Halbzeit nicht mit dem gleichen Elan wie in die erste Halbzeit gestartet. War einfache Fehler und dann ja in den Rückstand und dann haben wir den nie mehr aufgeholt, leider. Von Anfang an war klar, dieses Spiel wird sich auf Augenhöhe bewegen. Definitiv kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Das Hinspiel in Zwickau war nicht einfach. Wir wussten auch, dass sie einen Trainerwechsel haben. Seitdem haben die einen totalen frischen Wind bekommen, haben wirklich viele schwere Spiele gewonnen. Wir haben die auf keinen Fall unterschätzt. In der ersten Halbzeit zeigten die Spreefüchse, wessen Spiel das werden kann. Die starke Abwehr der Gäste aus Sachsen hielt die Füchse zwar teilweise zurück, dennoch gelang es den Berlinerinnen, einen Tore-Vorsprung zu erspielen, zu erkämpfen. In der ersten Halbzeit fielen 18 Treffer, 10 davon gingen auf das Konto der Damen in Grün. 10:8 also für die Spreefüchse zur Pause. In der ersten Halbzeit sind wir einfach hinten extrem gut gestanden. Ich meine, wir bekommen 8 Tore. Das ist eine super tolle Abwehrleistung. Und ich finde, auch vorne haben wir viele einfache Tore gerade aus dem Rückraum geworfen. Schnell wendete sich das Blatt und so auch das Spiel. Und die Damen aus Zwickau holten auf. Ihre schnelle Spielweise beeindruckend und erfolgreich. Die Folge, die Führung für die Gäste, die Spreefüchse kämpften dennoch. Auch in den letzten Spielminuten, obwohl, so ehrlich muss man sein, das Ding da schon entschieden war. Das Endergebnis klar und deutlich, 20:25 unterliegen die Spreefüchse den Gästen aus Zwickau. Zwickau hat sich auch besser auf uns eingestellt, das hat man auch gemerkt in der Abwehr, die kamen früher raus, die haben besser zusammengespielt, ja, und wir kamen damit einfach nicht klar und haben keine Lösungswege dagegen gefunden. Der Härtetest steht jetzt am 13.04. auswärts bei den Damen Buchholz 08 Rosengarten an. Wir wünschen viel Erfolg, dann gibt es bestimmt wieder einen Sieg.